Hallo, hier ist wieder euer Weehawk. Ich begrüße euch zurück bei Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. Ja, die nächste Side-Mission steht an. The Big Gedesta. Okay, ja. Big Getty Star. Also mit anderen Worten gegen sehr viele Metal Coolers. Wahrscheinlich. Und ich habe mir gedacht, ich nehme da mal jemanden. Ganz bestimmt. Wenn es schon um Namek geht, sollten wir auch einen Namekianer nehmen. Aber Piccolo und Nail hatten wir ja schon. Oberteufel Piccolo finde ich jetzt auch nicht so geeignet dafür. Wo haben wir ihn denn? Hier haben wir ihn. Wir nehmen Blotzlack. Wirklich? Gehen wir mal aufs dritte Outfit. Mal sehen, wie das dritte Outfit bei Blotzlack aussieht. Er hat übrigens God of Destruction Apprentice drin, falls ihr euch wundert. So. Moment. Das ist definitiv nicht. Das ist definitiv nicht Lord Slug. Es ist Pirina. Pirina. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Der Namekianer aus dem Tournament of Power, gegen den Piccolo und Son Gohan gekämpft haben. Ja, der ist hier mit am Start und ich finde, das passt. Er als Beschützer Nameks, warum nicht? Neun Nameks, okay. Ich finde, das hat was. Und deswegen gehen wir das mit ihm an. Jetzt ist natürlich gegen so viele Metal Coolers, ist das nicht sonderlich spannend, ne? Ja, aber wir werden das heute in einem Part durchziehen. 50 Kämpfe. Getreu dem Motto, das kann doch nicht so schwer sein. Gehe ich das einfach mal an. Die ersten Kämpfe gehen ja noch schnell. Da wird natürlich im Laufe der Zeit auch immer mehr Energie bekommen, gehe ich mal von aus. Aber so ist er halt, unser Metal-Cooler. Ich finde, das passt hier gegen so viele Metall-Coolers. Oder? Ich meine, auf einmal als Vegeta und Son Goku auch von so vielen angegriffen worden sind. Wow, I can't believe every single one of them kicked you in the dick. Ah ja, das gute alte Dragon Ball Abridged. Ah! Tschüss. Heidi Höchchen! Cooler Popöchen! Was machst du denn? Ich habe erst drei von dir besiegt. Das muss doch ein bisschen. Hey! Hey! Ich habe erst drei von dir besiegt! Also, lass dich gefälligst fertig machen! Oh, der Kleine wird aufmüpfig. Dann ebenso. Ich sagte, der Kleine wird aufmüpfig. Der Kleine wird aufmüpfig. Dann eben so. So's. Ja, ja, I show you. Ich zeig dir gleich mal was. Ha! Ich könnte den ganzen Tag so auf sie einprügeln. Ja! Ich sagte. Hörst du jetzt mal auf, ey. Du dachtest, du könntest kontern? Ich kontere dir den Arsch weg! Was? Das hat wenig Sinn gemacht, was ich gerade gesagt habe. Ich kontere dir den Arsch. Das sind so Sachen, die setzt dein Gehirn mal so in ein paar Millisekunden einfach so zusammen. Und du weißt nicht warum, aber es passiert halt. Sowas passiert einfach. Vielleicht passiert sowas auch nur mir, aber es passiert. Obwohl, wenn ich sehe, was andere Let's Player für Bullshit verzapfen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was andere Let's Player machen. Also ehrlich gesagt, der einzige, bei dem ich momentan ab und zu noch reinschaue, weil er halt wieder angefangen hat, ist Matze. Und ansonsten schaue ich tatsächlich aktuell keine Let's Plays mehr. Also bei N-Smash habe ich mal bei Star Road reingeschaut. Nintendo Smash XD, für die, die nicht kennen. Aber ansonsten wirklich wenig bis gar nichts.
Das ist irgendwie... Die Luft ist da so ein bisschen raus. Ich kann es auch verstehen. Und dann darf man sich natürlich auch nicht beschweren, wenn das bei den Zuschauern irgendwann auch so ist. Und umso erstaunlicher finde ich es ja immer wieder, wenn da Leute sagen, sie gucken da jetzt seit over 9000 Jahren zu, weil das hätte ich wahrscheinlich nicht. Ich kann das absolut verstehen, wenn da nach Jahren die Luft raus ist. Oder man einfach keine Lust mehr hat oder keine Zeit oder was weiß ich. Also absolut verständlich. Bei mir ist es momentan echt so, Let's Plays schaue ich wirklich nur noch sehr sporadisch bis eigentlich gar nicht mehr. Insofern keine Ahnung, was in der Szene so abgeht. Keine Ahnung, wer da momentan ganz oben steht. Ich glaube, dass es immer noch Paluten sein müsste. Wenn man jetzt nach den Aufrufzahlen geht. Ich denke, das ist ja auch der bessere Grabmesser als die Abonnentenzahl. Aber ansonsten weiß ich da gar nichts. Vielleicht ist es auch gar nicht mehr Paluten. Vielleicht ist das irgendwie jetzt so ein Casino-Streamer oder was weiß ich. Wie gibt's da... Ich ist irgendwie Montana Black jetzt irgendwie auch. Nee, das zählt nicht als Casino-Stream, oder? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Vielleicht ist trotzdem irgendwie Montana Black jetzt auch auf YouTube der größte. Ich hab keine Ahnung, wirklich nicht. Knossi gibt's glaube ich noch. Keine Ahnung, was der macht. Glaube ich auch. Vielleicht mehr Streamer. Das ist ja vieles, hat sich ja auch auf Twitch verlagert, was ich dann auch gar nicht so. Mitbekommen, weil ich ja immer noch einmal wöchentlich auf Twitch gestreamt habe. Weiß gar nicht, wer da momentan so an der Spitze steht. Ich bin total raus. Ich mache das einfach noch aus Spaß an der Freude und ich bin immer froh, wenn auch Leute zugucken. So bis 2012 wusste man immer noch Bescheid, wenn sich da jemand angeschickt hat, irgendwie jetzt ganz groß in der Szene zu werden. Und seit 2012, als dann die ganzen Mediakraft-Let's Player dann auch teilweise kamen und was weiß ich was, da ging das auf einmal so schnell mit den Abos, dass du eigentlich gar nicht mehr hinterhergekommen bist zu gucken, wer ist denn jetzt groß und wer nicht. Und die ganzen Minecraft-YouTuber und so weiter, das ging ja so rasend schnell, da hast du komplett den Überblick verloren. Und heute hast du eigentlich viele, die im Millionenbereich sind, was ziemlich krass ist. Wobei ich auch glaube, so in den letzten, naja, sagen wir mal, 5-6 Jahren, ist das auch nicht mehr so wahnsinnig gestiegen. Also, es ist nicht so, dass die jetzt vor 5-6 Jahren irgendwie an der 3-4 Millionen Grenze waren, jetzt irgendwie 10 Millionen Abonnenten hätten oder so, sondern... Stehen dann, glaube ich, vielleicht immer noch vielleicht so bei 4, 5 Millionen, keine Ahnung. So arg wächst das dann tatsächlich auch nicht mehr. Und auch dann weiß ich gar nicht, wer macht überhaupt noch klassische Let's Plays. Das meiste werden wahrscheinlich Streams oder Stream-Ausschnitte sein. Oder halt diese Funny-Moment-Dinger oder was weiß ich was. So die richtig klassischen Let's Plays. Werden von der breiten Masse ja sicherlich nicht mehr so gesehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch sehr viele Millionen YouTuber hingehen und klassische Let's Plays machen. Das wahrscheinlich eher nicht. Das ist ja auch... Ich weiß nicht. Also eigentlich ist es ja weniger Aufwand, so die Videos möglichst ungeschnitten hochladen. Weil ich dann auch wieder nicht weiß, wer cuttet seine Videos eigentlich noch selbst. Ja, seht ihr mal, schon habe ich 12 besiegt. Kaum rede ich mal über ein Thema, verliere ich mich da irgendwie drin und dann läuft das alles so nebenbei. Lange kein Real Talk mehr gemacht. Weil früher war das bei Weehawk irgendwie so an der Tagesordnung, dass ständig irgendwie über die Let's Play-Szene genörgelt hast oder sonst was, weil ich damals ja doch eine gewisse Ideologie hatte, wie das zu sein hat, die ganze Let's Play-Geschichte und mich sehr über Abo-Geilheit und Geldgeilheit und was weiß ich was aufgeregt habe. Das war ja
Ich habe ja mehrere Videos drüber gemacht und wenn ich keine eigenen Videos drüber gemacht habe, habe ich in den Let's Plays drüber geredet. Das hat mich damals sehr aufgeregt, das Thema. Weil das für mich irgendwie... Let's Plays, das war sowas, da habe ich mich drin verloren. Das war schön, das war neu, das war erstaunlich erfolgreich, also erfolgreicher, als ich gedacht hätte bei mir. Und das habe ich ja alles ohne komplett ohne irgendwie einen kommerziellen Hintergedanken gehabt. Und dann hat mich natürlich jeder YouTuber und jeder Let's Player genervt, der halt einen kommerziellen Hintergedanken hatte und musste das dann auch entsprechend immer der Kunde tun. Mittlerweile sehe ich das alles ein bisschen differenzierter. Ich sehe auch mittlerweile ein, dass da schon ordentlich Arbeit hintersteckt und dass du auch nicht von heute auf morgen da so ein Konzept erarbeiten kannst und so professionell, dass du das Ganze ausgestalten kannst, sondern dass da halt echt auch Arbeit hintersteckt. Das ist vollkommen klar. Mir tun dann auch immer die Leid, sag ich mal, die mit ähnlichen Ambitionen da an die Sache rangehen, aber denen vielleicht dann einfach die Connections fehlen und dadurch halt einfach nicht richtig groß werden. Selbst wenn sie jetzt genauso einen großen Aufwand betreiben wie jetzt ein professioneller YouTuber. Und ich sehe das alles ein bisschen entspannter. Ich hatte ja nie so die Ambitionen dran. Ich hätte wahrscheinlich versucht, in die kommerziellere Richtung zu gehen, wenn damals das Deponia-Let's Play besser geklappt hätte und hätte mehr Aufmerksamkeit bekommen, was es zum Glück nicht hat. Dann hätte ich wahrscheinlich schon überlegt, mal in die Richtung zu gehen. Weil du auf einmal gesehen hast, was ist da möglich. Ey, du arbeitest auf einmal mit Publishern zusammen und so, was schon ziemlich geil war. Aber dadurch, dass das ja dann eher schief ging, sag ich mal, hat sich der Gedanke auch schnell wieder verflüchtigt. Und ich bin gar nicht so wirklich in die Situation gekommen. War auch gut so. Tatsächlich bin ich da, glaube ich, auch nicht der Typ für. Das heißt nicht, dass ich mich jetzt als einen schlechten Let's Player irgendwie ansehe oder so. Oder irgendwie anderen YouTubern unterlegen. Ich bin tatsächlich schon der Meinung, dass ich auch in der Lage bin, einen ganz gescheiten YouTube-Kanal auf die Beine zu stellen. Aber ihn dann auch zu halten und da richtig Arbeit rein zu investieren, dass das dann auch so bleibt, dass du an der Spitze bleibst oder an die Spitze kommst, das ist, glaube ich, echt nicht mein Ding. Weil das mit so viel Druck verbunden ist. Ich merke ja teilweise, ich habe letztes Jahr ein Video gemacht hier, wo ich über meinen inneren Schweinehund geredet habe, dass es mir bei den Aufnahmen ja eigentlich richtig viel Freude bereitet, das Let's Play, aber ich mich abends immer aufraffen muss, um überhaupt was aufzunehmen. Dass ich teilweise Abende einfach rumgehen lasse und habe dann doch wieder nichts aufgenommen und ihr wundert euch dann, warum kommt 2-3 Tage nichts. Jetzt Dragon Ball hatte ich eigentlich auch ordentlich Vorrat gehabt, nachdem das Internet fast eine Woche weg war und ich richtig viel aufgenommen hatte. Und diesen Vorrat hatte ich komplett aufgebraucht und habe dann einfach wieder tagelang nichts aufgenommen. Also mir fehlt da wirklich die professionelle Einstellung, sage ich jetzt mal, da wirklich entsprechend vorzuarbeiten und was weiß ich was. Ganz abgesehen davon, dass du für 100, 200 Aufrufe natürlich auch nicht unbedingt mehr Arbeit reinsteckst als nötig. Aber ich glaube, selbst wenn das erfolgreicher wäre, ich wüsste tatsächlich nicht, ob ich da jetzt wahnsinnig viel Arbeit reinstecken würde noch. Ob ich das dauerhaft durchhalten würde, wahrscheinlich eher nicht. Das ist dann auch der Grund, warum ich dann mit so Sachen wie Patreon oder Kanalmitgliedschaften oder so, warum ich damit immer noch so ein bisschen zögere, weil ich denke, wenn da wirklich Leute sind, die da Geld investieren wollen, dass ich Let's Plays mache, die mich wirklich da finanziell unterstützen möchten, dann will ich da das entsprechend auch zurückzahlen und halt regelmäßig Content bringen. Und das kann ich halt nicht immer garantieren. Und das wäre dann unfair, dafür auch noch Geld zu nehmen. Deswegen zögere ich damit. Deswegen war ich auch nie Twitch-Affiliate oder sonst was, weil ich immer gesagt habe, ich möchte nicht, dass die Leute so viel Geld irgendwie in den Stream stecken und im Endeffekt streame ich dann nur einmal im Monat. Das wirklich da, das sehe ich wirklich nicht so als, das ist nicht mein Stil, sagen wir es einfach so.
wenn ihr schon so nett seid und lasst irgendwie ein paar Euro da, dann will ich da entsprechend auch was für zurückzahlen. Bin jetzt wirklich auch seit langer Zeit mal wieder hingegangen und bin wirklich auch nach einer größeren Spende in einem Stream mal hingegangen und habe mir dafür dann auch mal ein Stream Deck gegönnt oder ein Greenscreen, einfach damit ich dann doch mal einfach was zurückgeben kann, auch mal was Neues zeigen kann. Wenn da jemand dann schon so wahnsinnig großzügig ist. Ja, und man merkt langsam, wir sind jetzt bei 19 Siegen und allmählich fangen sie richtig an zu kämpfen, die Burschen. Jetzt war es schon ein bisschen schwieriger. Toll. Ich wollte das jetzt eigentlich verschnellern oder irgendwie schneiden oder sonst was. Und jetzt weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob ich von der Rede, die ich da jetzt hier gerade halte, irgendwas rausschneiden kann. Das geht eigentlich wahrscheinlich irgendwie gar nicht. Jetzt muss ich das doch irgendwie an einem Stück. Oder ich mache das jetzt doch wieder in Parts. Aber ich will eigentlich jetzt nicht mehrere Parts hochladen, wo ich einfach nur Metal Cooler verprügel. Ansonsten, sage ich mal, guckt gar nicht zu, lehnt euch zurück, hört ein bisschen zu. Verpassen tut ja nicht viel, es sei denn, es wird jetzt hier ordentlich spannend. Aber man merkt es doch, sie kontern langsam ein bisschen mehr. Es wird langsam doch ein bisschen gefährlicher. Und ich habe noch mehr als die Hälfte vor mir. Oh, heilige Scheiße! Hey, lange nichts mehr zum Spiel gesagt. Endlich wieder Scheißkommentare von Weehawk. Ja, und wie gesagt, mittlerweile habe ich eine sehr viel differenziertere Einstellung zum Let's Play. Schöner Zeitvertreib, aber nicht mehr so dieses Hobby, was ich so idealisiere wie damals. Da, wo ich quasi herkam, bevor ich mit dem Let's Playen anfing, war das halt einfach noch eine ganz andere Situation. Ich war halt jemand gewesen, der in seinem Leben nie groß sich an irgendwas probiert hat. Ich kann nicht sagen, dass ich es irgendwie schlecht gemacht hätte mein ganzes Leben lang oder so, aber ich habe es immer sehr safe gespielt und mich an relativ wenig Dingen probiert, einfach auch weil ich immer Angst vorm Scheitern hatte und generell große Versagensängste und so. Und dadurch habe ich bis heute das Gefühl, dass ich eigentlich überhaupt gar keine Talente habe. Wo andere musikalisch sind oder zeichnerisch oder sportlich, das alles fehlt mir halt echt komplett. Oder ich hab's und weiß es gar nicht, weil ich es gar nicht erst probiert habe mein Leben lang. Und dann hast du auf einmal das Let's Play, probierst das einfach mal aus und auf einmal sind da so viele Leute, denen das gefällt. Und das hat mir so einen Mordsmotivationsschub gegeben, dass ich das Ganze sehr idealisiert habe. Und dann irgendwie auch teilweise sehr hart gegen Leute geätzt habe, die es anders interpretiert haben als ich, dieses Hobby. Was mit Sicherheit so im Nachhinein absolut nicht in Ordnung war. Damals habe ich es nicht so gesehen. Dass natürlich nicht jeder dieselbe Einstellung zum Let's Playen haben muss wie ich. Ist vollkommen logisch eigentlich, aber ja, damals fiel es mir ein bisschen schwerer, das so zu sehen. Ich hatte damals wirklich so die Einstellung, okay, die Display-Szene, die ist was ganz Tolles, du musst versuchen, da was Besonderes draus zu machen. Du sollst das nicht für den Kommerz machen, sondern für die reine Freude daran, weil ich hatte so eine Freude beim Aufnehmen immer. Und ich hatte endlich mal was, wo ich mich richtig ausleben konnte, wo ich auch mal der verrückte Trottel sein konnte, der ich eigentlich im Real Life auch immer so ein bisschen sein wollte. Dieser, ich sag jetzt einfach mal fast schon dieser bekloppte Assi, der ist so ein bisschen ein Teil von mir, den habe ich Jahre vor dem Let's Playen, aber sag ich mal so ein bisschen verleugnet, weil ich ein bisschen ruhiger werden musste auch, sage ich mal. Ich war damals in der Schule so ein bisschen Außenseiter gewesen und ich kann jetzt nicht sagen, dass das jetzt irgendwie nur die Schuld meiner Mitschüler gewesen wäre, sondern ich habe mich schon entsprechend auch wie ein Sonderling aufgeführt teilweise und habe blöde Aktionen einfach gebracht, wo
Wo ich mir denke, warum hast du das denn gemacht? Ist doch klar, dass dich alle für blöd halten, wenn du sowas machst. Und ja, natürlich ist Mobbing trotzdem nicht in Ordnung und das, was sie mit mir gemacht haben, war nicht okay. Aber teilweise hatte ich das auch echt selbst zu verantworten, was da passiert ist. Muss ich wirklich sagen. Und als ich dann in der 9. Klasse, die 9. Klasse habe ich wiederholt und wollte es so ein bisschen als Chance sehen, neue Leute kennenzulernen, die halt noch keine Vorurteile mir gegenüber haben. Und bin dann ruhiger geworden. War nicht mehr so der Chaot, war zwar immer noch so ein bisschen Klassenclown-mäßig veranlagt, dass wenn mal sich die Gelegenheit für einen Spruch ergab, dass ich dann doch mal so einen blöden Spruch gemacht habe. Aber insgesamt war ich wesentlich ruhiger als in den Klassenstufen davor. Und das hat sich ausgezahlt. Ich war nicht mehr der Außenseiter. Ich hatte schon das Gefühl, dass ich in der Klasse ein ganz gutes Standing hatte. In dem Sinne, dass keiner auf die Idee kommen würde, mich zu hänseln, mich zu mobben oder sonst was. Und das hat mir dann... Eigentlich hat mir das gefallen. Und dementsprechend fing ich dann so nach und nach an, dieses Bekloppte, dieses bisschen Durchgedrehte, was ich immer so ein bisschen in mir hatte, so ein bisschen zu verleugnen und einfach ruhiger zu werden. Und in der Let's Play-Szene kam das dann aber alles wieder so ein bisschen raus. Da konnte ich dann wieder ein bisschen verrückt sein, ein bisschen durchgeknallt, völlig wahnsinnig geworden sein, sag ich mal. Und das habe ich halt echt die ersten Jahre verdammt genossen. Und habe wieder so ein bisschen akzeptiert, dass das einfach ein Teil von mir ist. Dass ich eben nicht die ganze Zeit hier einen auf seriös machen möchte und zurückhaltend und ruhig, sondern dass ich eben wirklich auch einfach mal so meine paar Tage im Jahr brauche, wo ich einfach mal völlig durchgeknallt bin. Weil das einfach ein Teil von mir ist. Und nirgendwo konnte ich das so gut ausleben wie in der Let's Play-Szene. Jetzt teilweise als Vater, sollte man jetzt meinen, ist er jetzt irgendwie auch wieder total seriös geworden oder so, aber nee, du kannst mit kleinen Kindern kannst du so unglaublich viel tollen Quatsch machen. Ich glaube, was meine beiden Jungs so an mir schätzen, ist tatsächlich, dass ich so ein bisschen der Quatschpapa bin. Dass man mit mir halt echt viele, viele Späße machen kann. Ich bin auf der Gegenseite zwar auch strenger, als ich es mir eigentlich selber zugetraut hätte. Also ich meckere tatsächlich, wenn das nicht so will, wenn die mal nicht so wollen, wie ich will, kann ich auch tatsächlich mal sehr, sehr böse sein. Aber insgesamt machen wir doch sehr viel Quatsch zusammen und das passt eigentlich. Also da muss ich dieses Quatschige, dieses Verrückte, dieses Durchgeknallte muss ich gar nicht mal so sehr verleugnen, auch als Vater nicht. Und das ist das, was ich immer sehr schön fand. Das ist natürlich, je älter sie werden, desto schwieriger wird das. Irgendwann kommt natürlich die Phase, wo sie sich dann auch mal für ihren verrückten Papa schämen werden, wenn er irgendeinen Blödsinn macht. Und dann muss ich mich vielleicht wieder ein bisschen mehr zurückhalten. Aber im Moment genießt man einfach, dass man der sein kann, der man einfach nur irgendwo ist. Und dass das wieder so ein bisschen rauskam, ich denke, das habe ich tatsächlich überwiegend der Let's Play-Szene zu verdanken. Mir hat das eigentlich auch gar nicht so gefallen, als ich wieder mit dem Let's Playen anfing, Ende 2016, dass ich da wieder so ein bisschen ruhiger werden musste. Da war es allerdings, sag ich mal, Lautstärke technisch bedingt, weil wir halt die Babys hatten und die wollten ja schlafen und das Schlafzimmer war halt direkt quasi hinter meinem Computer, nur 2-3 Meter weg. Da konnte ich nicht so laut kommentieren. Und heute schaue ich mir gerade diese Let's Plays, wo ich wieder angefangen habe zu Let's Playen, gar nicht so gerne an, weil ich so einen leisen Tonfall habe und gar nicht versuche, da irgendwie so ein bisschen durchzudrehen, sondern irgendwie die ganze Zeit dann halt einfach versuche, ein bisschen leiser zu sein und ja, so halt, so habe ich irgendwie dann die ganze Zeit, ja, ich glaube, so extrem habe ich jetzt nicht leise kommentiert, aber man hat es schon deutlich gemerkt, dass ich mich zurückhalten musste.
Das geht hier im Haus jetzt wieder besser. Hier unten habe ich das Stockwerk für mich und da kann ich richtig durchdrehen, wenn ich das will. Da pack ich euch noch einen Schrei oben drauf, kann ich dazu sagen. Da kenn ich wirklich gar nichts mehr. So, so wie der Cooler. Ich muss echt sagen, Slug hat gar keine schlechten Attacken, aber wir sind jetzt bei 31,7. Aber das läuft so gut, dass ich gar nicht auf seine zweite Form wechseln möchte. Auf Riesenslug. Natürlich ist das auch ein bisschen bedingt durchs Götter-Z-Objekt jetzt hier, aber... es läuft gut. Bin sehr zufrieden. Vielleicht, weil ich mich nicht so sehr auf den Kampf konzentriere. Vielleicht hilft's, wenn ich die ganze Zeit über irgendwas laber. Das Problem ist, wie gesagt, ich kann es jetzt nicht mehr schneiden. Was mache ich denn jetzt? Ich kann ja jetzt nicht die Hälfte meiner Sätze da irgendwie rausschneiden. Irgendwie, dass ich anfange mit, so Kinder, jetzt erzähle ich euch, wie ich eure Mutter kennengelernt habe. Und dann schneide ich das alles raus und sage, und so habe ich eure Mutter kennengelernt. Geht auch nicht, ne? Ich bin ja nicht Weehawk Mosby, also von daher, ah Gott. Oh, der Cooler hat's drauf. Der Cooler hat's drauf. Das ist der coole Cooler. Der Metal Cooler. Idiot. You will die. You will Cory die. You will Cory die. Ich hab gesagt, du wirst Cory sterben. Fuck. Oh, oh, oh. Der Clone wird aufmüpfig. Da hilft nur eins. Hochspannung! Buffs, Buffs, wir brauchen Buffs. Was geht denn, Alter? Oh, gut ausgewichen, muss ich sagen. Nett. Und das. Ah, das funktioniert immer. Oh, shit. Ach, übrigens, was jetzt auch wieder funktionieren müsste. Ja. Gut. Au. Aber wenn sie jetzt gefährlicher werden, werde ich vielleicht doch mal auf Riesenslug wechseln, oder? Ja, vielleicht M. Weil ich mal das Thema Mobbing hatte, vielleicht eine Sache, die ich jetzt aber ganz kurz richtig stellen muss, so eine Viertelstunde später. Ich habe zwar gesagt, dass es zum Großteil meine Schuld war. Oder zu einem bestimmten Teil zumindest. Aber trotzdem, wie gesagt, Mobbing ist dennoch nicht in Ordnung. Und lasst euch nicht einreden, dass es eure Schuld ist. Nicht, dass jetzt Leute hingehen und zweifeln und sagen, oh, vielleicht ist es ja eigentlich meine Schuld. Ich meine das jetzt wirklich nur individuell auf meinen Fall bezogen. Also. Lasst euch jetzt nicht von mir einreden, dass ihr schuld daran seid. Das ist vielleicht die falsche Lehre aus der Geschichte, die ich jetzt so nicht vermitteln möchte. Man muss ja bei dem Thema schon ein bisschen aufpassen, was man sagt. Natürlich kann man immer ein bisschen anfangen, bei sich selber zu gucken. Aber. Leute, niemals verbiegen. So wie ihr seid, seid ihr am besten. Und jetzt zeige ich euch die ultimative Riesenpower. Weehawk ist klein am Arsch. Ich bin klein am Arsch. Ja. Oh shit, das geht doch so schief. Vielleicht war das die falsche Idee. Kann ich das wieder rückgängig machen? Ich glaube nicht. Oh, shit. Auf der anderen Seite. Nimm das. Ja, ich muss jetzt aber aufpassen. Ich muss mich jetzt ein bisschen umstellen. Jetzt muss ich ja eher wie ein Riesenaffe kämpfen.
Wäre schön, wenn man das wieder rückgängig machen könnte, wie den Super Saiyajin. Wenn ich es mal brauche. Ich glaube, das ist nicht möglich, oder? Nee, ist nicht möglich. Hätte mich auch sehr gewundert, wenn Slug auf einmal wieder klein werden könnte. Ich meine natürlich Pirina. Pilina. Ich frage mich, ob es den anderen Namekianer, ich habe den Namen gerade vergessen, ob es den auch gibt dann, ob der sich vielleicht irgendwie bei Nail dann versteckt. Warte mal, bei Nail hatten wir doch ein interessantes Outfit. Könnte das... Ja, bestimmt sogar. Ah, du Scheiße. Ich sagte, ach du Scheiße! Guck mal, wenn ich ach du Scheiße sage, dann stirbst du gefährlich. Oh, jetzt weißt du, jetzt extende ich das Ganze hier, indem ich jetzt total träge kämpfen muss. Mit dem kleinen Slug hätte ich ihn jetzt besser weggehauen. Naja, was soll's. Jetzt müsst ihr doch durchhalten. Ella Bitch! Ach komm schon. Wow, Explosionswelle ist natürlich immer gut hier. Ich kann das einfach spammen. Wollt ihr mal sehen, wie ich es spamme? Gefällt euch das, wie ich es spamme? Oh oh, Lock on Bastard! Wow, da ist er weggeflogen. So, noch 13 zu gehen. Aber es wird nicht einfacher, weil sie haben es natürlich... Wobei, manche Coole haben mehr Energie wie andere. Kann das sein? Ich hatte doch vorhin mal einen mit 4 Energieeinheiten. Hä? Ich dachte, okay, ich habe mich gerade verguckt. Irgendwie dachte ich eben ganz kurz, dass da 4 Energieeinheiten gestanden hätten, dann doch. Rah! Oh. So träge. So träge wie mein Kommentarstil. Ja! Oh. Hörst du wohl? Hältst du jetzt die Klappe? Du bist ein blöder Piss! So, geht doch. Wenn der Slug redet, hat der Cooler Pause. So. Komm, Lord Schnecke! Oder Meisterschnecke. Meister? Warum heißen die Metal Coolers eigentlich Metal Coolers? Genau. Ich weiß keine Antwort darauf, also sage ich einfach genau. Tschüss. Hä? Hast du echt so ein riesiges Ziel verfehlt? Gott, bist du Trottel. Na? Au! Lass mich in Ruhe. Ich bin doch nur ein kleiner Namekianer. Ja, ein kleiner. Andere Namekianer sind viel größer. Leg dich mit denen an. Leg dich mit einem von deiner Größe an, Cooler! Und tschüss. Oh, komm schon. Ich glaube. Hörst wohl auf. Kann mich hier mitten beim Aufladen stören. Ich glaube, es hackt. Nimm das. Ich sagte, nimm das. Der nimmt einfach nicht das. Oh. Hättest du nicht damit gerechnet, dass ich so schnell bin, ne? Okidoki. Huh, deine Zielgenauigkeit ist heute aber auch ein bisschen... Nicht genug Zielwasser getrunken, kann das sein? Oh, ja, ja.
Das ist trotzdem mal hier, weißt du, 90% gehen daneben, was ist mit dir los? Soll ich das Ziel vielleicht noch größer für dich machen? So, ab. Willst du mich mal bitte in Ruhe lassen? Der lässt mich einfach nicht in Ruhe. Ja! Wie er mich einfach nicht in Ruhe lassen kann. Das begreife ich nicht. Opa! Opa? Wie soll ich Opa zu ihm? Jetzt, mein Freund, ist schl... Los. Gut, 41. Hey, 9 noch. Alle 9. Mach jetzt platt. Fingerblitz. Sag mal, was tust du da? Ich zeig dir, wie das geht. Oh. Hauptsache, das geht immer daneben. Nee, 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 Freundchen. Du nicht. Könnt ihr auch mal wieder das machen? Zack, 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 zack. Hohoho, diesmal wird's treffen. Aber nicht besonders gut. Ah. Ja, okay. Meine Zielgenauigkeit war auch schon mal besser, ne? Nett. Bin ich gerade auf ihn draufgetreten? Daraufhin ist er weggeflogen. Ha! Man lädt nie aus. Komm, es geht doch eh daneben. Aber trotzdem, zur Sicherheit blocke ich immer, ne? Man weiß ja nie. Am Ende kann er doch zielen. Am Ende kalkuliere ich das falsch. Ja, genau. Es ist alles kalkuliert, was ich mache. Es gehört auch alles zu meinem Plan. Ich bin wie Eisen. Also, der Eisen aus Bleach. Es gehört alles zu meinem Plan. Dass du jetzt gerade in diesem Augenblick dieses Video schaust, war Teil meines Plans. Von Anfang an. Ja, absolut. Tschüss. Dass du jetzt dieses Video abgeschaltet hast, aufgrund dieses Spruchs, war auch mein Plan. Okay. Schula! Gott, es macht keinen Spaß, als Riese zu kämpfen. Mit dem normalen Slug hat es mehr Spaß gemacht. Yikes. Max, wenn die solche Sachen sagen. Bitte mich in Ruhe lassen. Warum probierst du es überhaupt noch? Mal ganz ehrlich. Was ist der Sinn dahinter? So, kriegen wir da endlich mal alle Metal Coolers kaputt? Hoffentlich sind es wirklich nur 50. Habe ich es jemals so weit durchgehalten? Ich glaube nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie es im Let's Play damals war. Ich habe immer noch nicht nachgeguckt. Weißt du, ich könnte ja mich vor solchen Parts mal vorbereiten und mal gucken, wie habe ich das vor 9 Jahren gemacht. Aber nö, alles Freestyle. So, noch 6 Stück. Also hoffentlich wissen es auch mehr. Hey, Freundchen. Ich könnte ja mal... Ja, genau. Ich hab die aber weiter auf. Ich könnte ja mal so probieren. Das hat sich voll gelohnt. Fucking hell! Hell yeah, Schnabeltär! Heißt es demnächst auch wieder auf diesem Kanal? Wir gehen ja jetzt stramm auf Oktober zu irgendwie. Und dann wird es auch wieder Chaos auf Deponia geben. Weil das wird dann auch 10 Jahre alt. Also werde ich dann da damit anfangen.
Nur ob ich dann bis zum 10. Geburtstag von Goodbye Deponia warte, ich denke nicht. Ich denke, dass ich dann Goodbye Deponia vielleicht direkt hinter Chaos auf Deponia dann nochmal zeige. Da macht es dann, glaube ich, keinen Sinn, dann noch ewig zu warten. Die Deponia-Reihe ist schon irgendwie cool. Star Revenge wird natürlich auch demnächst mal weitergehen. Da sind wir jetzt auch so, dass wir die auch mal nichts mehr hinbekommen. Wir wollen ja wirklich bis November durchkommen. Ja, höchstwahrscheinlich wird es nicht klappen, aber wir wollen es wirklich versuchen. Ja. Okay, Freundchen. Pump up! Wie bin ich in Bedrängnis gekommen, bin ich bisher noch nicht, ne? Obwohl ja wirklich der ein oder andere Metal-Cooler dabei war, der es halt auch echt mal probiert hat, ne? Aber jetzt laufen halt doch alle Kämpfe mehr oder weniger gleich. Ella Bett. Ah. Ha! Lustig, wenn so ein Riese so einen Kleinen da rumwirbelt. Aber schön mal einen Wurf angebracht. So, das war der erste. Komm, wir probieren es nochmal. Oh, fass mich nicht an, Machter. Hey, komm her. Ja! Und das hinterher. Das ist immer wieder eine schöne Combo, so eine Wombo-Combo! Oh Gott. Ach so, ich vergaß, ja, das geht ja immer daneben. So. Nur noch drei. Vielleicht. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Oh, abgewehrt. Ich bin ja erstaunt. Doch kein Parallel Quest Niveau. Oh. Nicht, dass der hier zum Problem wird. Ich sollte vielleicht aus dem Wasser raus. Ah, guck mal, er hilft mir sogar. Brauche ich aber nicht. Braucht deine Hilfe doch nicht. Ich gehe mal selber raus hier. So. Bleibt der jetzt unter Wasser? Nee. Oh! Von weiter hinten ist er treffsicherer. Tschüss. Oh, sehe ich gerade, dass er hat einen Buff bekommen? Hat er das die ganze Zeit schon? Oder kommt das jetzt erst? Jetzt, wo er schwächer wird, bekommt er einen Buff und macht mehr Schaden mit Nahkampfattacken. Die ganze Zeit nicht drauf geachtet. Vielleicht ist das seit ein paar Coolers schon so. Vielleicht ist es auch von Anfang an schon so. Ich war ja beschäftigt. Ich musste euch ja unbedingt meine Lebensgeschichte erzählen. Ja, ja, du mich auch. Und das. Zwei fehlen noch. Die hau ich euch kaputt. Da kennt ich nix. Super Namekiana Power. Au. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh, was? Ich habe so schnell gedreht, wie ich konnte und krieg nur 45 Hits hin? Ist das mit dem Riesen schwieriger vielleicht? Könnte sein. Das war jetzt echt mal gar nichts. I got you, nicht wirklich. Lock-on-Buster heißt die Attacke auch noch. Weißt du, so richtig Lock-on. So Lock-on, das ist jedes Mal der Nebel. Ich weiß nicht, was du genau anvisierst, aber ich bin's nicht. Oh, guck mal, jetzt bin ich auch bei meinen Buffs gelandet.
So viel Energie hat er mir schon abgenommen. Ha! Hat er davon. So, der letzte? Vielleicht? Ja, definitiv der letzte. Den wollen wir auf ganz besondere... Was machst du da? Du, das funktioniert nicht. Den wollen wir auf ganz besondere Art und Weise begrüßen. Boah, cool, dass das geklappt hat. Soll ich dich nochmal begrüßen? Komm mal her. Nicht unter Wasser gehen. Du weißt, das ist meine einzige Schwäche, ne? Am Arsch. Waluigi ist der Wiener. Und das geht eh nicht, hab ich recht? Oh! Doch, es geht! Dann war das nur der Wüstenkampf, der kaputt war? Oh, Z-Rang! Krass! Und trotzdem nur 3000 Z-Punkte, ich fühle mich verarscht. Combo Master! Ja, wenn ich nicht der Combo Master war mit Slug, dann weiß ich auch nicht. Ja toll, Massive Randomizer kriegen wir halt so nicht abgeschlossen. Kann ich machen, was ich will. Aber dann fehlt nur noch der Carnival of Chaos. Den ziehen wir auch in einem Part durch. Und mal gucken, ob der dann wieder Überlänge hat. Also, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Weehawk.